Was hat der kleine süße Schieber hier neben mir? Oder da, ich weiß es nicht, wo er jetzt hier hockt, wo ich ihn einbaue. Aber was hat der Schieber mit dem Governor, mit Pamela, mit Negan, mit Princess, Laura, Mercer und die ganzen zu tun? Kann ich euch sagen, sie gehören oder sind top optimiert für die Truppenart der Scharfschützen. Ja, wir gehen die Scharfschützen auch diesmal durch, hier in diesem Video. Letztes Mal sind wir die Nahkämpfer durchgegangen, heute die Scharfschützen. Kleiner Tipp am Rande, ich versuche es euch mal ganz einfach zu erklären. Es gibt ein Stein-Schere-Papier-Prinzip. Ja, Kavallerie schlägt Nahkampf, Nahkampf schlägt Distanz und Distanz schlägt Kavallerie. Möchtet ihr zum Anfang die Scharfschützen ausbilden, seid gewarnt. Viele oder 80% der ganzen Leute bilden zum Anfang die Nahkämpfer aus. Da Nahkämpfer aber die Distanz schlägt, würde ich davon abraten, weil zum Anfang wirst du nicht auf Kavalleriegegner treffen. Es sei denn, das sind Wale, da hast du eh keine Chance. Mein Tipp an dich, ja, wenn du jetzt hier guckst, mach zuerst die Nahkämpfer, dann die Scharfschützen und wenn du noch ein bisschen Geld übrig hast, ja, und dein Auto noch nicht verkauft hast, dann mach die Kavallerie. Okay. Ja, was für ein Gebäude brauche ich dafür? Ihr braucht dafür die Polizeiwache und wir können uns das ja mal angucken. Auch hier gibt es von T1, ne, hier unten bis zu T10 ganz verschiedene Typen, ja, der eine steht mit einem Sturmgewehr hier, der andere mit einer Sniper und ja, ne, das ist halt die Distanz und ihr seht hier oben links, die Distanz hat den größten Angriffswert hier im Spiel. Wir haben einen Angriff von 235, eine Verteidigung von 160 und Lebenspunkte von 71. Wir können uns ja nochmal die Kavallerie angucken, ne, die hat 204 Angriff, 180 Verteidigung, 82 Lebenspunkte. Und die Nahkämpfer, wie ich mir sage, die sind so ein bisschen global, ne? Angriff, so lala, aber richtig geile Verteidigung, ja. Und richtig gute Lebenspunkte. Die T10 Scharfschützen eignen sich sehr für PvE-Gegner. Auch bei den Whisperers, dem Boss, wenn ihr den angreift und ihr möchtet richtig viele Punkte haben, nehmt eure F1, die gut erforscht ist, gut aufgebaut ist mit den Hund, mit den Tier. Nehmt einfach die Nahkämpfer raus, falls du Nahkämpfer drin hast und packt einfach die Scharfschützen rein. Tauscht immer 1:1. Also T10 mit T10, T8 mit T8, T9 mit T9. Und dann werdet ihr sehen, dass sich die Angriffspunkte erhöhen. Ja, und so habt ihr mehr Punktzahl und bisschen mehr Belohnungen und ihr tut den Clan was Gutes, weil ihr dadurch in der Rangliste etwas höher steigt und beim Whisperer Boss natürlich auch die Endbelohnungen einsacken könnt. Okay, gut, wie gesagt, das sind die Scharfschützen. Ihr schaltet sie auch in der Bibliothek frei und zwar mit dem Basiskampf und der Kämpferbeförderung 1. Dort schaltet ihr Stufe 1, 2 und 3 frei. Und in der Kämpferbeförderung Stufe 2, die 4., die 5. und die 6. Stufe. Und in der Kämpferbeförderung 3 schaltet ihr natürlich die Stufen 7, 8 und 9 frei. Habt ihr das erforscht, müsst ihr das Gebäude für die Nahkämpfer, ne, und zwar hier die Polizeiwache, auf Level 25 bringen. Habt ihr das erforscht und die Polizeiwache ist auf Level 25, dann könnt ihr die T9 Scharfschützen ausbilden. Für T10 habt ihr den Grundstein dann schon mal gelegt. Ihr braucht ja nur noch die Forschung. Ja, nur noch, ne? Das ist, du bist witzig, Soldei. Die macht ihr hier. Scharfschützenausbildung, ihr geht hier wieder alles durch, genauso wie bei den Nahkämpfern. Zack, bis nach unten. Ultimativer Scharfschütze. Ja? 5000 Erlenmeyer-Kolben, richtig viele Munition und viele Ressourcen. Ich habe es euch ja gesagt, in der Mitte zum Spiel, ne, nach ein paar Wochen, ein paar Monaten, werdet ihr merken, die Ressourcen, die platzen. Ja? Ihr habt richtig viele. Ihr müsst die Erlenmeyer-Kolben anhäufen und sparen. Ja? Das würde ich euch auch raten. So, dann die Helden. Die Helden sind sehr interessant. Es gibt das eine Chemie-Team, die Freiheitskämpfer, Laura, Princess und Mercer. Free-to-play, sehr gut erfahrbar, sehr einfach, sehr leicht. Ein Spitzenteam, Verteidigung und Lebenspunkte plus 30%. Sehr gut. Dann gibt es natürlich auch andere Chemie-Teams. Wir können mal auf Dwight gehen. Negan, Dwight und John geben euch ebenfalls Angriff der Scharfschützen 30%, Verteidigung der Scharfschützen auch nochmal 30%. Negan Chemie Team, wie gesagt, Negan, Dwight und John. Dann gibt es noch die Tyrannen, ein sehr beliebtes Scharfschützenteam, was auch richtig stark ist. Bestehen aus Negan, Pamela und der Governor mit Angriff der Scharfschützen 30%, Lebenspunkte auch nochmal 30%. Dieses Chemie Team ist gut. Man könnte sich wirklich nur darauf konzentrieren. Es ist grindlastig. Ja? Was meinte ich mit grindlastig? Ihr müsst farmen. Farmen, farmen, farmen. Negan bekommt ihr als Endbelohnung einer jeder Season. Ne? Richtig viele Fragmente für den ersten, zweiten und dritten Platz. Darunter ein paar weniger. Ja. Tut mir leid. Ja. Ansonsten Pamela, Überlebensherausforderung. Ja? Und natürlich der Governor beim stärksten Überlebenden. Wenn ihr unter den ersten 80 seid, nachher zum Ende hin, oder wenn ihr täglich
so viele Aufgaben erfüllt, bis ihr so ein, zwei Fragmente herauskitzeln könnt. Dort könnt ihr ihn auch erfahren. Und beim Governor ist das Beste, ihr könnt ihn mit den goldenen Hüten aufleveln. Also ihr braucht nicht nur Fragmente bei den Governor, sondern ihr könnt das auch mit den goldenen Hüten machen. Bei Negan und Pamela geht das nicht. Hier gibt es auch nochmal gewalttätiger Geist, Negan, Dwight und der Governor. Natürlich hat Negan zwei Versionen. Er hier, rücksichtsloser Negan. Und dann gibt es natürlich auch den rachsüchtigen Governor. Ja? Kommt ziemlich spät. Season 6, 7, 8 nachher, ja, da kriegt ihr Fragmente für ihn, könnt ihr auch tauschen, die Fragmente, beziehungsweise könnt ihr euch das aussuchen. Ich kann es euch mal zeigen, ich bin hier aktuell in der Season 8, also die ist zu Ende. Und ich habe hier so ein paar Gutscheine, die kriegt man durch die Überlebensherausforderung, durch Events. Und hier kann ich mir aussuchen, ob ich Pamela normal haben will oder das rote Fragment, ne, um das Level von 100 auf 130 zu bringen. Ob ich Ruf des Negan haben möchte, ob ich den rücksichtslosen Dwight, Ruf zu den Waffen Dwight haben möchte. Und natürlich auch die roten Fragmente dazu. Ist eigentlich, wie gesagt, sehr grindlastig. Wenn man sich dahinter hängt, kann man die ziemlich schnell bekommen. Aber wer hockt schon 24 Stunden am Tag in dem Spiel drin? Dann gibt es nachher, wie gesagt, die Statue. Dort könnt ihr euch auch auf die Scharfschützen konzentrieren. Die Statue ist eher so PvP-mäßig angedacht. Den Effekt werdet ihr nicht in den Prozenten spüren, wenn ihr jetzt Streuner angreift. Den Effekt spürt ihr nur, wenn ihr PvP macht. Ja? Line Figures, Sperrzone oder Gegner gegen Gegner. Ja? Wie gesagt, PvP. Person versus Person oder Player versus Player. Player versus Player ist auch geil, ne? Okay. Wie gesagt, dann gibt es nachher später im Spiel die universelle Kämpferstatue. Dort könnt ihr die Scharfschützen auch nochmal aufwerten. Wie kommt ihr an diese Statue heran? Ihr müsst den Platz 5 aufbauen und auf Level 5, glaube ich, bringen. Dann schaltet ihr die universelle Kämpferstatue frei und ihr könnt dort auch anfangen zu forschen. Dann gibt es natürlich noch die Tiere und natürlich der Shiba, der ist auf Scharfschützen ausgelegt. Ich habe hier ein schlechtes Beispiel, weil, wie gesagt, ich habe alles weggetauscht, was geht, weil ich hab's ja, ne? Ja, was soll ich sagen? Sucht euch die Skills raus. Am besten fangt ihr immer mit den blauen Skills an, ne? Wenn ihr nicht so viel Geld ausgeben möchtet. Oder ihr könnt auch mit den grünen anfangen. Dann geht ihr zu blau und dann könnt ihr jeweils, wenn ihr Rubine übrig habt, die blauen aufleveln zu episch. Wenn ihr dann wieder Rubine gespart habt, dann levelt ihr die epischen zu den goldenen auf. Natürlich mit Rubin und kostet auch richtig viele Rubine, aber ihr müsst die Rubine nicht auf einmal ansammeln, sondern ihr könnt euch erstmal die billigen holen, aufleveln, sammeln. Ja? Denn natürlich die billigen aufwerten auf episch, sammelt wieder Rubine, wertet die dann auf legendär und dann geht ihr zum nächsten Skill. Ne? Immer so Step by Step. Denkt mal, das hat jeder so verstanden. Ne? Wenn ihr dennoch Fragen habt, einfach in die Kommentare schreiben. Ansonsten, wie gesagt, die Scharfschützen, ich würde das immer als zweites Team nehmen. Ne? Team 1 zum Anfang erforscht die Nahkämpfer, dann die Scharfschützen. Und wie gesagt, wenn euer Taschengeld noch reicht, dann nachher die Kavallerie. Okay, gut. Wenn ihr noch Fragen dazu habt, gerne in die Kommentare. Ansonsten nehmen wir uns im nächsten Video die Kavallerie vor. Wird ein bisschen teuer. Ja? Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Zocken und bis zum nächsten Mal, euer Sultai.